um entsprechend Hals im Frosch, um entsprechend Legierungen herzustellen, dann irgendwann ja, aber jetzt aktuell ganz klares Nö. So, Maschi, ein, jetzt nimmt er auch das Glas, go. Was trödelt ihr jetzt? Ach, die Dinger. Die Signalumbarren, ja. Das ist genau das, wofür wir den anderen Ding unten haben. Das ist genau der Grund, warum wir hier tatsächlich auch irgendwann die Verschlimmbesserungen, Verschnellerungen, die Kondensatoren eben entsprechend brauchen. Der geht noch. Ich will da jetzt nicht runterlaufen. Um zu schauen, ob er was tut und wenn ja, was er tut und wie lange er dafür noch brauchen wird. Ich gehe einfach davon aus, dass er irgendwann fertig werden wird. Ja. So, flüssig. Da war wieder das Tee. Flüssig. Transpause. Junge. So, Glas. Dann. Mach mich nicht schwach hier. Wie heißt das Teil? Rezept mit. Jenen, und zwei Kupferzahnräder. Ja. Nee, hier. Nach dahin. So, den müssen wir alles haben, den Spaß. Dann ist der hier fertig. Das ist kein Ding da. Und natürlich gleich einsortieren. Ja. So, mitkommen. So, das heißt, hier kann ich dann entsprechend Enderperlen verflüssigen, direkt in Eimer abfüllen und den ganzen Spaß dann weitergeben.
Das Problem ist mit dem Eimerrezept, wenn ich jetzt mehrere mache, dann macht er mir erstmal die entsprechende Anzahl Eimer der Affe. So. Ausgang links. Das passt. So. Eingang rechts, das passt auch. Rüber passt auch. Von unten wirst du Strom kriegen. Oder lege ich den Strom noch dahinter? Das ist fast sinnvoller, aber dafür brauche ich mehr Stromkabel. So, Energie. Dann sehen wir auch gleich, ob ich da alles richtig verkabelt habe hier mit dem Peer-to-Peer-Port. Und wenn die dann keinen Strom kriegen, dann liegt es halt daran, dass ich das Ding nicht richtig angeschlossen habe. So. Juhu. Dann geht diese Legierung. Moment, der da unten kann mehr als ein Rezept backen, nur halt nicht zusammen. Andererseits würde ich ganz gerne. So. Junge, Legierungsofen. Kann er machen. Finde ich gut. So. Dann Schnittstelle. Kann er auch machen, wird nur wieder Ewigkeit. Nö, dauert gar nicht ewig. Geht ganz schnell. Das. So, geben die Strom weiter, die Maschinen? Ich glaube, befürchte fast leider nein. Das heißt, ich werde so oder so eine Handvoll energetisierte Legierungsteile von Hand craften müssen. So. Schnittstelle oben drauf. Legierungsofen oben drauf. Er hat keinen Strom. Input, Output, Input, Output deaktiviert. Ich kann ihm keinen Strom geben. So, du bist bitte im nur Legierungsmodus. Von unten bist du in Out. Du bist bitte nicht sichtbar. Jetzt muss ich zu Fuß. Kabel schmelzen. So. Das war Gold, es war Redstone, es war, was war's denn noch? Glühstein, glaube ich. Glowstone, 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 da oben. Habe ich doch noch. Warum mache ich hier so ein Tamtam?
Mann, erst gucken, dann tun. Immer dieser blinde Aktionismus hier. Herr, Herr, Herr. Okay, gut. War jetzt nicht so schlimm. Hätte jedem passieren können. Ich habe keine Ahnung, weil ich dich angeschmissen habe. Das ist bestimmt schon 100 Folgen her. Gefühlt. So. Natürlich muss ich aber das Rezept trotzdem unten einpflegen. So, also. Es war einmal ein einzelner Redstone, kein Block. Ein Goldbarren. Und ein Glühstein. Mann, haben wir da noch von viel von. Gut, dass ich dafür eine Welt habe. Das wird ein solches Rezept mit ohne Alternativen. Glowstone, Gold und das. Ich glaube, es kommt nur ein Barren raus, aber sicherheitshalber schmelze ich das jetzt direkt unten mal durch. Ich gucke oben nach. Da dürfte jetzt mittlerweile schon einmal fertig sein. Drei. Ja, weil ich drei reingeschmissen habe. Klar. So. Gibt ein sowas hier. Ja, dann können das zurück ins System, die können ins System, der kommt dann unten rein. So, und dann haben wir wieder das Rezept. Der ist auch ohne Alternativen. Energie. Leitung. Das ist ein ganz normales Crafting-Rezept. Das kommt also einfach hier in den Zauberwürfel rein. Das ist okay. Der blockiert mir den nicht. Welcher war es denn hier? So. Und da bin ich überlegen, ob ich nicht wirklich gleich noch sage, hier, komm, mach mal den Doppelgeschwindigkeits-Tralalas da auch noch. Weil das Rezept müsste er jetzt dann auch haben. Beziehungsweise alle Sachen, die wir dafür brauchen zum Ich habe keine Energieleitung gemacht. Ich habe nur das Rezept gesagt, da rein. Und wenn ich schon runterrenne, wäre es auch interessant gewesen, hier gleich mal ein bisschen Energieleitung herzustellen. Hey, aber warum schlau, wenn es auch umständlich geht? Wir müssen ja künstlich das LP in die Länge strecken, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht bereits in Folge 200 wären. Yay, 200 Folgen Minecraft. Life after humans. Olle, olle. Wo hat hier was gegrunzt? Hier nicht. Okay.
Und wenn wir dann schon dabei sind, wir haben gesagt, unten wollen wir langlegen. Ja, Sand ist toll. Ich liebe es, in der Buddelkiste zu bauen. Sand gehört ans Meer. Da hätte ich dann nämlich überhaupt nichts dagegen. So, Sie bekommen Strom, alles gut, alles schick, alles wunderbar. Ja, der hier, da hätte ich es zuerst sehen können, der hat ja auch Strom. So. Und dann machen wir gleich das Rezept für die Doppelgeschwindigkeitstransistoren. Kondensatoren, nicht Transistoren, das ist was anderes. Immer dieser elektronische Stuff. Mein Gott. Da müsste man jemand anders fragen. Zum Beispiel Mikatek, der kennt sich damit garantiert gut aus. Weiß ich gar nicht, ob er sich damit auskennt. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Mikatek kennt sich wunderbar mit dem Unterschied zwischen Kondensatoren und Transistoren aus. Haufen von euch mit Sicherheit auch. Ich habe das mal gehabt und dann nie wieder gebraucht. Die einen sammeln Energie, die anderen machen irgendwas anderes. So, Kondensator. Wir brauchen auf jeden Fall die hier im Rezept. Dann stellen wir davon noch gleich mal einen her. Kondensator. So cool, brauchen wir keine Dings, weil diese davon, die gibt's einmal. Keine Substitution. So. Ich sehe das schon, dass mir dieser Zauberwürfel hier nicht ausreichen wird. Um alles zu bauen, was ich hier unten für den Keller brauche. Mach zwei davon, wenn du runtergehst, um sie einzubauen, solltest du zwei Stück haben. Die.